Hallo, hallo, hallo. Ja, die Alex, die ist schon extrem laut. Ihr hört sie gut. Ich glaube, du kannst auch leiser sein, Alex. Kannst vielleicht auch noch leiser sein. Nicht ganz so laut sprechen. Okay. So, hi. Zurück in die 90er. Es gibt ja gerade auf Twitch so eine Art Jagged Alliance Hype, habe ich gerade gesehen. Ich habe gesehen, es spielen oder schauen über 200 Leute Jagged Alliance 2. Es gibt jemand, der spielt Jagged Alliance 1. Und es gibt mehrere Leute, unter anderem auch Writing Bull, die schon 3 spielen dürfen. Genau. Morgen ist es soweit. Morgen kommt Jagged Alliance 3. Und jetzt geht's aber erstmal zurück in die 90er, wie Samson zutreffend sagt. 1998, glaube ich. 96, 98 steht gleich da. 99. 99. Ja, fast schon 2000er. Von daher. Ja, heute spiele ich nochmal. Schön, dass ihr auch wieder da seid, Tyraval und Samson. Ah, ich habe noch eine Sache vergessen. Ich muss noch mein Wasser auffüllen. Das mache ich gleich. Aber dabei kann ich noch weiter mit euch reden. Genau. Also, es sei denn, die Verbindung geht jetzt hier weg. Das kann auch sein. Jetzt bitte mal mein Wasser. So. Okay. Und da bin ich wieder vor Ort. Ja, was wollte ich sagen? Genau, 1999 und jetzt 24 Jahre später kommt der dritte Teil. Und ich bin sehr gespannt, ob er ein guter Teil wird. Ich werde es mir jetzt noch nicht kaufen, denn ich will ja erstmal Teil 2 durchspielen. Und damit wir jetzt hier mal vorankommen bei Teil 2, starte ich mal lieber gleich rein. Ich habe seit gestern nichts machen können. Ist ja auch nicht so viel Zeit gewesen. Das heißt, wir sind immer noch am Stand von gestern. Und je nachdem, ob ihr noch das Video gesehen habt von gestern und zu Ende geschaut habt oder nicht, oder bis zum Ende mit dabei wart, habt ihr jetzt eine Lücke oder nicht? Was gestern auf jeden Fall nochmal passiert ist, ist, dass wir einen Angriff hier von Osten bekamen, an diesem Sektor. Dann haben wir hier eine Elitetruppe bekämpft, nur mit Chris, Hamus und Dimit nee, die, Grizzly. Chris, Hamus und Grizzly. Und dann kam nochmal ein Angriff hier von Osten in diesen Sektor. So, dabei wurden dann 4 Milizen befördert und 2 getötet. Von daher hat sich es eigentlich ganz gut gelohnt, dass da angegriffen wurde. Und jetzt, ja, habe ich voll auf Training gesetzt. Es gibt jetzt 6 Söldner, die. 6? Nee, doch nicht 6. Aber ich würde gerne 6. Ich würde gerne 6. Ich stelle auf Biff und Flo auf Training der Miliz um. Die sind ja aktiv geworden, weil da ein Angriff stattgefunden hat. Genau. Keine Lücke. Wow, Tyrawal. In der kurzen Zeit. Und seid ihr begeistert von Raumfahrt? Jupitermond? Ist es Jupiter? Oder was war das? Um mal ein bisschen an FOE zu erinnern. Titan, Titan, natürlich, Saturnmond. Warum auch immer man vorher sagt Jupitermond und jetzt sagt man Titan.
Vielleicht wollen sie Enchiladors noch mal nehmen und so. Ja, je nachdem. Okay. Ach, du bist noch nicht gehüpft. Auf jeden Fall ginge danach auch noch Triton. Triton ist, glaube ich, auch interessant von dem, was man in den letzten Jahren rausgefunden hat. Uranus-Mond. Denk, nee, Neptun? Neptun, Uranus? Ich weiß gar nicht, welcher da nächst, als nächstes kommt. Gab's auch dieses. Mein Vater erklärt mir. Ja, Charon und Pluto, das ist ja dann noch weiter draußen. Charon, glaube ich, ne? Ja, also was sie sich da noch als nächste, das finde ich so mit am interessantesten, was sie sich als nächste Zeitalter einfallen lassen. Aber es würde echt nicht verkehrt sein, wenn die Zeitalter sich mal irgendwie ein bisschen unterscheiden, außer von der Optik und von den Einheiten. Aber gut. Ja, es gibt drei legendäre Gebäude und die sind gut, glaube ich. Und es gibt eine andere legendäre Gebäudemechanik, die haben sie sich aber bei Rise of Cultures entlehnt. Da ist es nämlich auch schon seit langem so, dass man auch Güter braucht zum Ausbau. Okay, also Trevor kann auch. Kann ich reparieren, denn ich habe die Koffer noch nicht wieder aufgehoben. Trevor soll aber reparieren. Genauso soll dies Alex. Tausche das mal lieber nicht das. Ah, und Dimitri. Lieber, ach so, der kann ja die auch da hinlegen. Alles kein Problem. So, das sind die anderen drei, die können alle reparieren. Das ist doch perfekt. Aber Alex, die reparieren wieder im Betrieb, weil es nochmal schneller geht. Er muss noch ein bisschen lernen. Unsere neun Planeten, ja, genau. Unsere acht Planeten geht leider nicht. Es sei denn, wir benennen Neptun um, aber dann wäre das Uranus ein Mond Triton. Oder Neptun Mond Triton. Ich glaube, der ist doch vom Neptun. Egal. Tyra kann ja parallel recherchieren, wenn er möchte. Mein Vater erklärt mir jeden Samstag unseren Nachthimmel. Der neue Merksatz. Mein Vater erklärt mir jeden Samstag unseren Nachthimmel. Und da endet dann das ohne Pluto und immer noch mit einem. Okay. Gut, alle haben eine Aufgabe. Ich lasse wieder Zeit vergehen. Und es gibt einen Angriff. Das ist ein Angriff, wenn keine Söldner dabei sind. Schade, wir haben einen verloren. Genau, das haben wir, glaube ich, noch nie gesehen, oder? Diesen Bildschirm. Das ist ein Angriff, wenn keine Söldner dabei sind, dann passiert das automatisch. Man kann das auch beschleunigen. Ich mag aber gerne mitfiebern, wer überlebt. Und ob welche überleben oder ob alle überleben. Und
Ich glaube, das ist ganz gut ausgefallen. Fast alle haben überlebt, bis auf einen. Ich habe gehofft, dass der dann noch im Status stirbt, übrig bleibt. Aber soll nicht sein. Und ich hoffe, die werden auch noch befördert hier. Eine. Eine Miliz ist jetzt eine Elite-Miliz. Die haben ihre Gruppen getrennt, interessanterweise. Interessant wäre jetzt auch mal dahin zu wandern und zu gucken, ob da jetzt Gegenstände liegen. Hier sieht es zumindest danach aus, aber es kann sein, dass ich da mal Gegnern begegnet bin, anderen. Jeden Fall liegen da keine besonderen Gegenstände. Ah, doch, die Munition ist schon nicht schlecht. Die Spektralklassen der Sonnen. Jetzt gehst du aber in ganz andere Gefilde, Tyrawal. Genau, das sind die Wege, die die mobile Miliz geht. Die hält nämlich auch die Wege sauber sozusagen. Die ist besonders teuer und patrouilliert dann auf den Wegen, sodass man da langfahren kann, ohne allzu oft angegriffen wird, weil die eben freigehalten werden. Aber nur in dem Bereich, wo ich eine Lufthoheit habe. Oh, be a fine girl, kiss me. Okay, weiter geht's. Das nur Milizen? Milizen und Feinde anzeigen, genau. Ich bin soweit. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Da kommt eine größere Gruppe. Wir möchten weiter Milizen trainieren, ja. Aber sie haben jetzt alles fertig repariert von dem, was sie in den Händen haben. Soweit ich weiß, nicht von dem, was hier rumliegt. Und da ist jetzt die Frage. Also ich glaube, sie reparieren auch das Inventar der anderen. Ah, das sieht alles auf 100% hier aus. Genau, nur das, was im Sektor liegt, auf der Erde, das eben nicht. Da können wir jetzt noch ein bisschen rumtauschen. Könnten wir, aber eigentlich macht das ja Pablo, bevor er verkauft. Könnten die auch. Okay, die gehen da lang. Und die anderen sind da oben wieder. Die haben sich getrennt, die Milizen. Oh, ja. Nicht mehr ganz political correct. Ja, oh, be a fine girl, kiss me, das stimmt. Naja. Zur eigenen Frau. Da geht es, glaube ich. Oder Freundin. Ja, aber die sind ja hier schon ein bisschen. Die würde ich eigentlich gerne zurückbeordern, dass sie sich zumindest mit den anderen da wieder zusammentun. Gerade dort, wo so viele Gegner sind. Ich überlege jetzt, ob ich mit Trevor, Dimitri und Alex irgendwie losziehe, aber. Auch nicht so richtig Sinn. Alex. Eine andere Idee. Alex kann Grizzly ablösen beim Training der Miliz. Grizzly ist kein guter Milizentrainer und Alex schon. Und was macht Chris? Der trainiert auch Miliz. Ja, okayisch. Ja, ich gehe mal. Ich kann zumindest noch in die anderen Sektoren gehen und denen hier helfen beim Reparieren. Das ist noch eine gute Idee. Dann sollen die erstmal in den anderen Sektoren noch reparieren.
Wobei es natürlich besser ist, wenn die da reparieren. Oh, schön, du musst du nicht morgens früh raus, ins Büro zu kommen, oder? Darum geht's dann. Da macht es jetzt natürlich eigentlich Sinn, die zu tauschen. Also zum Beispiel Ira und Fox sehen aber auch schon gut aus. Die Gasmaske ist noch kaputt bei Fox. Auch schon alles repariert, so wie ich das hier grob sehe. Und bei denen hier. Ist die Weste ein bisschen kaputt, die Gasmaske. Die Waffe, ja, hier ist ein bisschen mehr zu tun. Noch. Naja, ich schick die rüber. Was soll's. Andersrum. Alex ist gute Reparateurin. Geht dahin und repariert. Die gehen dahin Okay. und reparieren. Bin gut angekommen. Bereit für den nächsten Auftrag. Hey, Kumpel. Die Ochsentür ist vorüber. Haben wir leider keinen Betrieb. Ich weiß gar nicht, ob sie Werkzeug sparen, wenn sie im Betrieb arbeiten. Könnte auch sein, weil es ja auch schneller geht. Und weil sie vielleicht das Werkzeug von dort nutzen können. Genau. Ja, du sparst Fahrzeit. Genau. Wie lange musst du fahren ans Büro? Es lohnt sich, aufzupassen. Oh, sie hat Weisheit gewonnen. Das passiert, glaube ich, auch fast nur beim Milizentrainieren. So, hier ist ganz schön was los. Da ballen sich ganz schön Gegner zusammen. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Und die teilen sich noch mehr auf. Spannend. Okay. Ich habe ja gesagt, hier oben ist nicht viel zu tun, was das Reparieren angeht. Dann Alex hier rübergehen und trainieren wir da auch noch mal Bin gut angekommen. Bereit Milizen. für den nächsten Auftrag. Dann geht es noch schneller. Ja. Nur zu viert. Jetzt zwar eine Elite dabei, aber. Was mit dem Elite-Soldaten? Nur noch einer, der was machen kann. Schade drum. Minuten, das ist natürlich okay. Ich brauche eine Stunde, wenn ich dann mal ins Büro muss, aber ich muss halt nicht. Zum Glück. Nächste Woche muss ich mal wieder. Ja, Wieder ein Job erledigt. ich schick die mal ins Bett. Ihr könnt dann auch gleich weiter trainieren. Jetzt hätte ich nicht weiter drücken sollen. Ah, da trotzdem das Stopp. Akzeptiert. Ja, mobile Miliz ist so eine Sache. Die sollte man eigentlich erst ausbilden. Wenn man alles soweit freigeräumt hat. So, was wir machen wollten. Wir haben ein paar Tage vergangen. Vergehen lassen. Und was ich ja noch machen wollte, wäre Söldner zu bestellen.
hatte ja schon bei MERC einen Blick auf zwei Supporter noch geworfen. Es ist immer wieder, ich nehme an, sie... Wobei ich meinte, dass der... Ich danke Ihnen vielmals. Der Larry ja sogar ziemlich gut sei, wenn man sich so die Werte anguckt. Für 700. Ich kann ja mal auf die Verträge gucken, was die anderen so kosten. Da haben wir Trevor. Der kostet halt 7000 am Tag. Das ist, ja. Ach nee, das ist die Gesamtsumme. Wo sehe ich denn die einzelne Summe? 7000. Der kostet 4600 am Tag. Ja. Grizzly kostet 1000 und Fox 1200. Und die kostet halt nichts. Die sind halt Freiheitskämpfer. Er kostet ein... Ach, kostet täglich 250 und das erhöht sich, glaube ich, auch bei ihm nicht. Und 3000, glaube ich, beim... Ach nee, das ist ja Gesamtkosten. Das hat nur einmal was gekostet. Genauso wie die beiden. Ja, na, Larry wird natürlich dann auch teurer. Aber... Box. Fox ist halt auch eine gute Söldnerin, ne? Ich habe Larry, glaube ich, noch nie angestellt. Das wäre mal was Neues. Man könnte halt auch Pech haben, dass die den alle nicht mögen. Gut, ich muss Ihnen unsere. Ich nehme an, Sie wollen sich. Und deshalb dann die Gruppe verlassen wollen. Dann müssten wir ihn wieder entlassen. Na, wir versuchen es mal, ne? Ich bin sehr froh über unseren Geschäftsabschluss und... Und Gumpy als Supporter. Der kostet halt auch nix. Es war mir ein... Quasi. So, die kommen dann demnächst in Drassen an und ich hoffe, so ungefähr parallel mit der Lieferung, die ich, bei Bobby Rails gemacht habe. Bestellt an Tag 25. Ah, die kommen morgen. Übermorgen kommt es noch nicht. Ich glaube, das braucht 3 Tage bei der Normallieferung. Ich bin mir aber nicht sicher. Genau. Okay, dann lassen wir weiter Zeit vergehen. Ich bin soweit. Ja. Und... Wir wechseln mal zwischendrin zu Pablo. Mal wieder Toni zu besuchen. Zeig mir, woran du Interesse hast. Nee, ich glaube, das ist noch der alte Bestand. Ist dann... Vielleicht nächstes Mal. Nach... 10. Hat ich denn hier geübt? Ich glaube, Medizin hatte ich geübt, damit er alles erstmal so ein bisschen hat. Treffsicherheit. So, die Gegner haben sich erstmal wieder... Fix und fertig. ...wieder verzogen. Ah, da sind wieder neue.
Gut, wir schlafen nochmal rüber. Okay, die ziehen auch wieder ab. Ich bin angekommen, Mann. Sir. Mann, Sir. So, Tag 26, jetzt sind sie zu früh angekommen. Was hat er denn? Colt 1911 A1 Government. Die Pistole war von 1911 bis 85 die Seitenwaffe für Offiziere der US Army. Wurde durch die Beretta 92 FS im Kaliber 9mm ersetzt. Ja, ein bisschen veraltet, was du damit hier rumträgst. Und die 38er Special. Von der Polizei geprüft und für gut befunden. Dieser amerikanische Revolver ist die gängigste Polizeidienstwaffe der Welt. Ob sie das noch ist? Legendär, sagt er. Tyrerwahl. Ja, sieht recht geläufig aus. Würde ich sagen. Okay, ich habe ja hier schon gut aufgeräumt. Und die Lieferung ist jetzt noch nicht da. Was mache ich denn dann? Ich guck mal, ob die Lieferung vielleicht doch schon da ist. Oh nee, das nicht. Nee, falscher Sektor. Ich habe sie zu früh geordert. Ja. Ganz schön was los hier. Ja, Sir. Ja, ich habe sie zu früh geordert. Ah, können Sie erstmal hier üben. Das ist unschön. Das ist natürlich auch irgendwie Geldverschwendung. Jawohl! Ja, ich dachte, es sei schon mehr Zeit vergangen. Ich hätte noch mal vorher in die Bestellung gucken sollen. Was können Sie tun? Gibt es hier einen Betrieb, wo man was irgendwas Kraft üben? Das ist gar nicht so verkehrt. Dann können Sie mehr tragen. Sie sind ja sowieso sowieso Support. Larry dann vielleicht nicht. Mal schauen. Larry kommt dann vielleicht mit Hamus in ein Team. Ja, aber wir müssen erstmal die Lieferung abwarten, die sollen sie ja mitnehmen. Gut. Ich lerne schnell. Bin bereit, weiterzumachen. So, er stoppt, wenn sie hier Punkte gewinnen. Hier steht auch, Dimitri hat die Waffen und Rüstung aller Teammitglieder repariert, aber anscheinend noch nicht das Inventar. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Und wieder einen Job erledigt. Ja und ja. Fix und fertig. Und immer noch weiter. Ich bin soweit. So, ja, ihr macht weiter. Jetzt sollte auf jeden Fall genügend Zeit vergangen sein, dass sich bei Toni das Angebot geändert hat. Zeig mir, woran du Interesse hast. Das ist der Fall. Es gibt wie immer Colt. Ein Colt-Granatwerfer. Ich habe ja schon einen Talon, aber der passte nicht. Der passte an keiner der Waffen, die ich bis zu dem Zeitpunkt hatte. Ich müsste nochmal gucken.
Den kann ich aber auf jeden Fall kaufen, denn ich habe mehrere Colt. Gewehre, Sturmgewehre in Benutzung. Schon gut. Lass dir Zeit. Was ist das? VOG? Hochexplosive Granate. Achso, das ist eine Streumunitionsgranate hier und die anderen sind die normalen. Ja, die nehmen wir auch noch. Wird wieder eine teure Bestellung. Ein Adapter für ein anderes Magazin. Fast 100 Patronen. Habe ich noch nie gesehen. Ich kauf's mal. Zum Ausprobieren. Und ein weiteres Zielfernrohr von einem Typ, den ich noch nicht gesehen habe. Es ist US Marine Corps. Das ist auch erstmal ganz gut, glaube ich. Das nehmen wir mal auch. Und das ist ein umklappbarer Kolben. Ausziehbarer Kolben. Jetzt haben wir noch einen umklappbaren Kolben. Nehmen wir auch. Ich hoffe, das passt noch in die Taschen. Das können die drei dann mitnehmen, ne? Und er kann die Sachen erstmal wieder reparieren. Und ich hoffe, das Equipment passt dann auch an die Waffen, die ich so habe. Irgendwo müsste hier Talon liegen. Hier. Aber der passt dann nirgendwo dran. Der Talon-Granatwerfer. Da muss ich nochmal gucken an die aktuellen Waffen, die ich jetzt neu hinzugewonnen habe. Da ist ja vielleicht dann was dabei. Aber gut. Mama wäre stolz auf mich. Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt Folgendes. Ich schicke die alle um 0 Uhr ins Bett. Und dann ziehe ich mit denen, die nicht Support sind, weiter über diese Straße hier. Und die Supporter trainieren weiter Milizen. Alleine für sich. Ja, so ist der Plan. Ich tue, was ich kann. Die werden staunen. Bin fertig. Brauche was zu tun. Ich bin soweit. Gibt es noch etwas, was ich tun kann? Das ist sehr gut, dass die jetzt gerade alle fertig sind. Ich sage jetzt erstmal nein. In dem Sektor ist Alex noch aktiv. Am Milizen trainieren. Alle anderen sind jetzt fertig geworden. Das ist ja nahezu perfekt. Ich würde jetzt mal Biff und Flo rüberschicken. Alex. Damit sie unterstützen. Beim Milizen trainieren. Alle anderen ja, kriegen jetzt eine andere Aufgabe. Das kann Trevor üben. Er kann Beweglichkeit ein bisschen verbessern. Dimitri kann ein bisschen Kraft verbessern noch. Ira, auch Kraft, Fox, auch. Sollten die mal alle hier ins Fitnessstudio.
So, jetzt haben alle eine Aufgabe und ich habe Post. Bekanntgabe eines Todesfalls. Als geschätzten Klienten von ARM, der Organisation, der die optimale Einplanung ihrer zukünftigen Schlachtfeldbesetzung am Herzen liegt, müssen wir Sie über eine unerwartete Dezimierung unseres Personals in Kenntnis setzen. Mit Bedauern geben wir bekannt, dass Ron Raider Higgins bei der Ausführung seines Auftrages auf den Philippinen tapfer im Kampf gefallen ist. Wir hoffen, dass Ihnen die Nachricht keine unnötigen Annehmlichkeiten bereitet und möchten Ihnen Ihnen die große und mannigfaltige Söldnerauswahl von ARM nochmals empfehlen. Wir werden Ihren Bedürfnissen auch weiterhin entsprechen können und freuen uns auf die zukünftige Geschäftsverbindung. Hans Jorgan. Hans. Dann machen wir doch mal was. Ich schaue mal wieder bei AIM vorbei. Geschichte. Veteranen. Gab es hier nicht eine Hans? Nee, habe ich jetzt nicht gesehen. Aber könnte sein, dass der einen anderen Spitznamen hat. Dass er auch dabei ist in der Veteranenliste. Wie dem auch sei. Ja, stopp. Ja gut, die 5 Minuten sind jetzt nicht so schlimm. Ich wollte die ja alle ins Bett schicken. Ach, Grizzly und Chris trainieren noch Miliz. Die muss ich noch fertig machen lassen. Alle anderen können schon mal schlafen. Ich bin angekommen. Gibt es etwas, was ich jetzt tun kann? Ja, Flo, du kannst weiter irgendwie an deiner Kraft arbeiten, damit du besser tragen kannst und Biff unterstützt beim Training der Miliz. Fix und fertig. Sehr schön, ihr seid auch fertig. Nein. Ihr übt wieder irgendwas. Die Führungsqualität ist ja jetzt schon gut in die Höhe geschnellt bei Chris, aber da muss noch mehr kommen. Bei ihm. Keine Ahnung. Geschicklichkeit. Beweglichkeit. So, und ach, ab ins Bett mit denen. Also. Mhm. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Sehr gut. Jetzt stoppe ich die wieder, denn ich möchte die woanders haben. Ich möchte, dass die hier die Milizen trainieren, auf dem Dach, wie wir das bisher getan haben. Das geht ja von dort auch in allen anderen Sektoren, bei dem Laster. Genau. Ich bin angekommen. Gibt es etwas, was ich jetzt tun kann? Warum sollen die da die Milizen trainieren? Weil ich sie da in jedem Sektor einsetzen kann, wenn es notwendig ist. Also ich kann sie von dort aus in jeden anderen Grum-Sektor mitschicken. Und dann kämpfen sie gemeinsam mit den... Dann inzwischen. Das ist widerlich.
ja, inzwischen sehr vielen Milizen. Und das kompensiert dann so ein bisschen, dass die noch sehr unerfahrene Söldner sind. Die Luft in Arulku ist schwer. Ich ersticke. Ich hoffe, sie fällt nicht gleich um, wenn sie hochgeklettert ist. Ah, hat schon wieder... hat schon wieder Atem holen können. So. Und die anderen, ja, die können auch noch hier schlafen. Die sollen natürlich alle dann ungefähr gleich wach sein, wenn sie soweit sind, um weiterzuziehen. Okay, erledigt. Was jetzt? Pablo hat fertig repariert. Pablo kann... Das 10 Uhr ist, gucken wir mal eben wieder bei... Halt. Freust du dich schon? Ja. Auf morgen, Tyrawal? Dann kannst du ja gar nicht mehr bei mir gucken. Zeig mir, woran du Interesse hast. Wenn du dann auch immer spielst. Du hast ja gar keine Zeit mehr zum Streams gucken. Oder nebenher. Dann ist es aber gut, wenn man irgendwas zum Muten hat. Ein Handgriff. Für MPs. Naja, MPs benutze ich nicht mehr. Das wäre nochmal ein anderes Zielfernrohr. Für russische Waffen. Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Schalldämpfer für die Pistolen wäre auch nicht verkehrt. Nehmen wir mal. Ha! Platz mehr dafür. Bedauere, ich werde... Alles wohl dosiert, so ähnlich wie ich. Meinst du? So wie die Zeit gerade ist, ne? Gut, jetzt kann er sogar noch ein bisschen weiter reparieren, denn die beiden Schalldämpfer waren auch kaputt. Deswegen habe ich sie gekauft. Und nach Pablos Spezialbehandlung sind sie wieder... Heile. So, hier kann ich das, glaube ich, auch umstellen. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Bin noch nie benutzt, dieses Menü, aber das ist ja auch nicht so doll dann anscheinend. Und schau auch nochmal, ob die Ware jetzt angekommen ist. Noch nicht. Ja. Wobei, ich drehe sie mal um. Ja. Ja. Nicht nur zweimal die Woche. Naja, wenn du sagst, jeden Abend, dann ist es so, wie man Zeit hat, aber ich speichere mal lieber zwischendurch. Aber dann ist natürlich wenig Zeit mehr für andere Sachen. Kraft hatte ich die bei den beiden trainiert, ne? Nee, die Miliz ist ja fast vollständig dort. Und Fox ist die einzige, die noch schläft, aber die ist nahezu fit.
Nur nahezu. Schick sie noch ein Stündchen schlafen. Und jetzt geht's los. Ich gehe hier oben lang, bis zu diesem Sektor erstmal. Und dann runter nach Estony. Und räume damit die Straße frei. Damit der Ice Cream Truck dann nach San Mona fahren kann. Die Gruppen erstmal zusammenfügen. So, sind es alle? Es sind 7. Das ist richtig. Bringen sie erstmal noch alle nach da. Ist gut. Treffen sie sich auch gleichzeitig. Ich bin da, wo ich sein soll. Hab die Stellung eingenommen, bin verfügbar. Wie immer. So, Hamus wird wieder mein Trupp 2 Söldner. Oder mein zweiter Trupp Söldner, ist ja egal, welche Nummern die haben. So, geh erstmal bis da. Stimmt nicht. Ich gehe erstmal nur bis da, wegen des Loots. Ich wollte mal gucken, ob da Gegner liegen, die Milizen dort bekämpft haben. Also deren Überreste. Ich hier. Ich nichts wissen, was tun. Du bist schneller als die anderen. Ja, die sind aber auch gleich da. Jetzt hier. Was tun? Ja. Alles klar. Ja. Alles klar. Nee. Also hier sind meine mobilen Milizen. Aber... Ach so, hier ist auch Blut. Alles klar. Hier ist auch Blut. Okay. Ja, muss ich vielleicht noch finden. Bin ja. Geht mal da lang und hier. Ja. Geht mal da lang. Ja. Geht mal da lang. Da sind so ja. Blutflecken. Okay. Hier hinten liegt die Schutzweste. Nur die Schutzweste? Ja. Irgendwo muss ja... Ach, ich krieg's nicht mehr auf. Ja. Irgendwo muss noch die Munition liegen, die da fallen gelassen wurde. Ja, aber die Körper sind nicht da von den Gegnern. Aber anscheinend ist es deren Loot. Ich glaube nicht, dass ich hier in der Ecke mal gekämpft habe. Gut, okay, dann gucke ich mal, ob ich die Munition noch mitnehmen kann. Ist ja die Munition für die... Ja, kann ich. Für die Scharfschützengewehre. Okay, dann bleibt nur die... Schutzweste liegen. Speichere. Dann. Okay, erledigt. Was jetzt? Oh, die kommen mit auf der Straße.
Ja, dann können die gleich mit in den Kampf gehen. Wenn ich hier eintreffe. Das wird aber wahrscheinlich ein Kampf, wo ich gegen die zuerst kämpfe und die dann dazukommen werden. Im Laufe der Zeit. Nabend, Mike Green. Mein neuer Follower. Danke dir für dein Follow. Gestern bist du dazugekommen. Sehe ich hier auf der Liste. Guten Abend. Schön, dass du dabei bist. Magst du Jagged Alliance? Fieberst du schon dem morgigen Tag entgegen? So wie Tyrawal? Wo der dritte Teil rauskommt? Oder spielst du lieber weiterhin das gute alte Teil 2, Teil 1? Wie ist es bei dir? Ja, Treffsicherheit. Ja, auch eins meiner liebsten Spiele von früher habe ich immer wieder angefangen, aber nie beendet. Ich bin immer nur so bis Grum, Alma, Balim gekommen. Ganz oft bis Grum, glaube ich. Einige Male bis Alma und Balim, aber ich war noch nie in Meduna. Ja, gibt es. Spielt sogar noch jemand anderes gerade gleichzeitig parallel in deutscher Sprachausgabe. Dabei spielt fast nie jemand Jagged Alliance 2 bei Twitch. Aber jetzt, bevor morgen Teil 3 rauskommt, ja, tut sich was. Ja, das wollen wir definitiv koordinieren. Dass die da alle gleichzeitig ankommen. Ich habe meine Aufgabe erledigt. So, jetzt trainieren sie auch die Milizen im Minensektor. Das ist gut, dass sie das jetzt auch machen, bevor alle blau werden. Können sie gleich mit weitermachen. Verstärkung aus dem benachbarten Sektor rufen. Könnte ich jetzt immer noch Nein sagen? Weil die sind natürlich dann leichte Opfer. Ist immer so eine Sache. Aber eigentlich ist es ganz cool, wenn man noch ein bisschen Verstärkung hat und dann ein bisschen mehr Intel sozusagen. Aufklärung über die Gesamtmenge der Gegner und so, wo die sind. Wobei die sich natürlich immer sehr... Ja, gerne, Mike. Immer sehr gerne exponieren. Vielleicht kann ich sie auch ein bisschen steuern, wo sie hingehen. Also ich rufe sie dazu. Daedronas Männer sind im Anmarsch. Oh. Achso, das ist die Gruppe von hier unten, die hat sich geteilt. Aber es kann natürlich sein, dass sie dann von Osten und Süden kommen. Die Verstärkung. Aber das ist okay, wir sind ja... Oh, von Süden können sie nicht kommen, sehe ich gerade. Können eigentlich nur von Osten kommen. Ja, also von Süden müsste diese Barriere sein. Die dürften eigentlich nicht von Süden in diesen Sektor einwandern können. Und selbst wenn ich hier unten versuche, das südlich zu platzieren, dann werden sie hier am Ende doch platziert. Genau, aber sie sollen nicht alle dort. Ich würde mal so ein bisschen verteilen. Ah, nicht so unbedingt so, wie ich das noch. Ich würde sie eher so hier oben verteilen und hier unten. Genau. Dass sie alle ein bisschen Deckung finden bei den Bäumen, falls die Gegner gleich hier sind. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Und so ist dem auch. Sie sind gleich da. Gibt's gleich Action. So, okay, wir legen die Rucksäcke ab. Schiff B. Dass ich mir das auch nie merken kann. Ihr Milizen, legt die Rucksäcke ab.
Und wir geben uns gleich so ein bisschen in Deckung. Ja. Yep. Habe ich nicht gerade die besten Söldner hier nach Süden gestellt? Können die jetzt noch was machen, Ira? Nee. Schon zu viele. Bin bereit. Schon zu viele Punkte verbraucht. Ja, Fox muss ja relativ nah ran. Ja. Die sehen den alle. Mit Grizzly gleich mal einen blinden Schuss abgeben. Ja. Chris darf ja ein bisschen weiter nach hinten, weil er auch ein Scharfschützengewehr hat. Bin bereit. Müssen wir mal schauen. Das ist natürlich nicht in Reichweite. Aber sie ist einfach so gut damit, ich probiere es trotzdem. Ich schaff's auch wieder mal. Zu treffen. Yep. Ich glaube, sie ist eh diejenige mit den meisten Abschüssen bei mir. Ah, muss ich erstmal mitnehmen, den Kasten. Oder renne ich da oben hin? Macht fast noch mehr Sinn, was die Aufteilung angeht. Kann er sich jetzt aber nicht. Ich würde annehmen, der wird auf die Milizen schießen, weil die alle noch stehen und die werden wahrscheinlich sogar noch näher ranlaufen. Hier. Ich werde mal versuchen, denen zu sagen, dass sie das nicht tun sollen. Nicht genug Aktionspunkte. Okay, bin bereit. Bräuchte ich 24. Ich glaube, ich habe niemanden mehr mit so vielen Aktionspunkten. Nein. Gut. Dann lassen wir die Runde vergehen. Dann werden bestimmt gleich noch mehr Gegner kommen. Und da kommt schon jemand. Vorsicht vor Scharfschützen. Okay. Moose kriegt eine Unterbrechung, aber wegen dem da unten. Kann er aber überhaupt nicht erreichen. Nee, das lohnt sich nicht. Da hat jemand von den Milizen eine Unterbrechung. Und die haben auch gute Bewaffnung, da die ja hellblau sind. Nice. Der Schild zählt jetzt nicht zu Fox Abschussstatistik. Yep. Schwere Wörter. Ich glaube, es gibt einen beim Abschuss geholfen und eine Statistik tatsächlich den finalen Schuss gesetzt. Bin bereit. Verflixt. Ja. So, Grizzly kann schon wieder weiter vor. Ja. Nee, da habe ich mich leicht verklickt. Soll ja in ein bisschen die Deckung des Baumes nutzen. Und auch die drei hier unten. Ja. Bei. Verdammte Scheiße!
versuch's mal noch einmal. Ja. Nee, das passt leider nicht übereinander. So, Ira darf noch. Sie hat noch einen Taschenplatz frei, da kann ich das noch ablegen. Mensch, mit der AK, mit Bolzen und Feder. Das gefällt mir. Ja, mir gefällt das auch, Ira. Ira macht sich richtig gut. So, jetzt betreiben die Aufklärung für mich. Der hat gerade eine Unterbrechung bekommen, deswegen durfte der sich bewegen, als der hier näher gerückt ist. Hier. Also, jetzt ist die Frage, das gefährdet meine Milizen natürlich stark. Ich werde mal gucken, ob ich den in Sichtweite kriege. Ah, nee, leider nicht. Leider nicht. Falls er aufsteht und da irgendwie rausrennt. Aber das wird er wohl nicht tun. Der wird wahrscheinlich direkt auf den da schießen. Ja. Ja. Ich bewege mich ein bisschen weiter vor und versuche die mal zurückzuholen mit Grizzly. Alle an meine Position, würde ich sagen. In Deckung gehen kann ich auch sagen. Auf den Boden kann ich auch sagen. Ja, es ist schon ganz gut, wenn sie weiter vor sind, aber sollten in Deckung gehen, definitiv. Das ist doch nicht Deckung. Was machen die? Auf den Boden. Besser. Okay. Wenigstens das. Der ruft Verstärkung. Da sind ja noch mehr im Sektor. Hier, Zielobjekt in Sicht. Jetzt bekommt Chris eine Unterbrechung. Für den da hinten, aber... Hier, Zielobjekt in Sicht. Er hat zu viele AP verbraucht. Müssen wir eben auf die große Karte gucken. Hier. Ist jetzt äußerst wichtig, dass niemand von hinten kommt. Aber es sieht gut aus. So, auf den kann ich mal schießen. Von da ganz hinten. Operation gelungen. Patient tot. Hätte ich sogar einen Kopfschuss machen können. Das, also, man sieht ja anhand des Kreises, wie genau er schießt. Können wir gleich nochmal gucken. Muss ich euch nochmal zeigen, wie mini der Kreis jetzt ist. Okay, weiter vor. Oh. Noch ein weiter vor. Bin bereit. Ja. So, Grizzly sieht jetzt den da. Ja. Dimitri sieht den auch. Könnte ich mal mit Dimitri versuchen, da rüber zu schießen? Super. Direkt einen Kopftreffer. Gut. Amus und Ira. Ja, die Deckung ist jetzt doch nicht so doll hier unten. Ist hier ein Baum oder ist hier kein Baum? Hier ist der Baum. Ich gehe mal mit den Rennen mit denen hier oben lang.
Das sind zu viele Büsche. Yep. Genau, die sollen dann da oben lang wieder runtergehen, würde ich sagen. Oh, oh, oh. Ja, die Unterbrechung nützt mir nichts, weil die Waffe kostet dann zu viele AP. Bleib doch mal in Deckung. Hier. Chris sieht keinen. Ich würde sagen, mit Chris gehen wir auch mal ein bisschen vor, dann nach hier drüben. Da hat er einen besseren Überblick, da sind nicht so viele Bäume im Weg. Jetzt sieht er aber noch nichts, weil er noch nicht anvisieren konnte. Ja. Bin bereit? Ja. Dimitri sieht immer noch ihn. Soll er nochmal versuchen? Sehr schön. Jetzt konnte ich nicht zeigen, was ich mit dem Visier meinte, aber das... Yep. Machen wir gleich. Dadurch, dass der jetzt weiter weggegangen ist, kann ich jetzt eigentlich doch ran. Hier so. Ah, nicht so dicht nebeneinander, das ist dann auch immer ungünstig. Ah, ich gehe da oben erstmal lang. So, Fox kann auch noch ziehen und so. Ja, sie kann vielleicht dahin rennen. Nee, so viel AP hat sie nicht. Oder irgendwie in eine Linie hinter diesem Baum. Wäre hier. Dann dahin legen. Machen wir so. Ja. Aber geht nächste Runde weiter vor. Ja. Grizzly kann noch mal schießen. Sehr gut, dann ist die Gefahr hier auch gelöst. Wie viele Gegner haben wir noch? Wir haben noch 5. Die werden sehr wahrscheinlich dazukommen im Laufe des Kampfes. Ja. Geht doch nicht so nah ran. Ja. Ich versuch's mal. Der war gar nicht so schlecht. Ja. Bei ihm versuche ich es auch mal. Der war auch getroffen. Das hat ihn aufgehalten. Jetzt ist er wenigstens in Deckung. Ja. Ich sag denen gleich wieder, die sollen sich hinlegen. Wer sieht denn noch was von meinen Leuten? Ja. Dimitri sieht den. Sehr schön, Dimitri. Der war auch gut. Ja. Bin bereit? Ist mir eigentlich zu dicht an den Milizen dran. Ich könnte mit Fox auf das andere Gewehr wechseln, aber ich glaube, die hat... Doch, sie hat dann... Fernrohr dran. Na, dann soll sie mal... so bleiben. Ja. Trevor geht wieder weiter vor. Als jemand vorgestürmt kommt, Amus kann jetzt hier hin und sich dort mal
Ira ist jetzt die Einzige, die... Ja. Ein Grizzly hat auch noch massiv AP. AP, sage ich. Doch, AP übrig. Yep. Doch, AP. Nee, dann geht Ira jetzt auch darüber. So, und dann... Ja. Grizzly muss wieder sagen, alle auf den Boden. Was war das? Auf den Boden, habe ich gesagt. Geklickt. Okay. Ja. Trevors Unterbrechung kann ich nicht nutzen. Bin bereit. Nur mit Pistole, aber die kann ich nutzen. Die ist doch schön. Ist ja erstmal gebremst. Wollen immer noch dichter ran. Bin bereit. Jetzt sieht den Fox nicht mehr, aber in der nächsten Runde, wenn der aufsteht, sieht sie ihn gleich wieder und kriegt hoffentlich eine Unterbrechung. Ja. Trevor sieht jetzt den, der da angerannt kam. Ja. Chris sieht... Ach so. Jetzt sieht er diese beiden. Der ist schon kritisch. Der ist nur verwundet. Und jetzt zeige ich euch mal, jetzt ist es ungezielt. Aber wenn ich jetzt ranzoome, schon beim ersten Mal, ist es schon so klein, das Fadenkreuz. Und bei jedem Mal wird es jetzt noch enger und enger und enger. Und ist halt wirklich nur noch so ein Meter groß, ja. Wenn überhaupt, einen halben Meter groß. Also ich kann eigentlich gar nicht mehr verfehlen, wenn ich jetzt hier auf seinen Körper schieße. Das Ding ist nicht schlecht. Und dadurch, dass das rote Munition ist. Ist rote Munition panzerbrechend? Steht nicht da. Das war ein Treffer, ja, der ging durch. Also, der hat den Körper durchschlagen und wäre dahinter noch jemand gewesen, hätte er den auch noch getroffen. Also man kann ja hier im Spiel auch durch Wände schießen, zum Beispiel. Das Problem ist halt, dass man meistens nicht weiß, dass jemand hinter der Wand steht. Aber wenn es die Gelegenheit gibt, wo man eine dünne Wand hat, jetzt keine Mauer, aber sowas wie bei so einer Industriehalle, wie bei denen, die wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben, die so Metalltore haben und sowas, da kann man durchaus durch das Metalltor einfach durchschießen. Man muss halt einen guten Schützen haben, der auch die Position exakt trifft, wo man hinzielt. Und dann kann es auch halt gut sein, dass man durch die Mauer hindurch so eine Wellblechhütte, ja. So wie die in Grum, diese Fabrikhallen dort. Da geht es durch. Mit der richtigen Munition. Die kann da durchgehen, durch diese Metalltore und was es da so gibt. Oder auch in ganz im Norden, glaube Cambria, war das? War das Cambria? Ist das Cambria? Steht Cena. Cambria, ich dachte jetzt, die Stadt, hier ist Cambria, die heißt wie die Stadt in Australien. In Australien. Der ist so vernuddelt. Naja, aber in Chicena, da gibt es halt auch so Holzhütten, da kann man auch durchschießen. Genau, aber das bremst natürlich die Munition aus, je nach Munitionstyp und so. Das sieht dann halt auch nicht mehr viel. Aber der wird jetzt wahrscheinlich seine Rüstung verloren haben. Als der
die vorherigen Maler getroffen wurde. Und dann ging's durch. Ja. Ja. Schön. Auf Wiedersehen. So, wir sehen hier einen Gegner und ich glaube, es sind noch zwei weitere, die wir jetzt nicht sehen. Das hat die Miliz gemacht. Ja. Jetzt klauen die mir meine Sachen hier. Hebt eine Weste auf. Was hat der denn für eine Weste aufgehoben? Akku-Weste? Na gut. Gut, sei ihm gegönnt. Hier. Bin ja schon ganz gut versorgt. Bin bereit. Okay, aber die anderen scheinen weiter hinten zu sein. Hier. Muss ich mich jetzt weiter vorbewegen? Ja. Mit dem ganzen Trupp. Macht eigentlich nur Stück für Stück Sinn. Die können ja auch jeden Moment angerannt kommen. Und dann will man ja nicht mitten im Feuer stehen. Bin bereit. Ja. Komischer Laufweg. Schick die nicht über die Straße, weil da ist halt überhaupt keine Deckung. Hier. Chris soll... Oh nein. Chris soll doch weiter aufklären in der Richtung. Jetzt hier kommen. Ja. Dimitri sah hier ganz gut über die Ecke, deswegen würde ich das mal so belassen. Der dann... Fernrohr dran? Nee, hat einfach nur Reichweite. Und das ist eine Coil zum Beispiel, ne? Da könnte ich jetzt diesen Colt-Granatwerfer drunter machen. Ja. Hat Tamus nicht auch eine Colt? Nee, doch, inzwischen was anderes. Aber ich glaube, die Supporter haben auch Colt. Ja, es kann halt du jetzt... Du kannst darauf wetten. Die Kerle sind nicht sehr weit gekommen. Ja, es kann gut sein, dass die jetzt relativ weit drüben stehen. Okay. Und nicht gemeinsam mit den anderen laufen. Yep. Bin bereit. Ja, zieh mal alle da oben zusammen. Und sag denen mal, die sollen ausschwärmen. Ja. Was kann das sein? Ja, nicht nur die eine. Alle sollen ausschwärmen. Verstanden. Okay. Rennen wir lieber schnell rüber. Also bis an die Position von der. Bereit? Okay. Seid ihr bereit? Sie sind hier. Ja, ist doch super. Okay, jetzt sehen wir den dort. Beziehungsweise Fox sieht den. Es sind ja nur noch zwei. Die sind bisher nicht dazu gekommen. Sind wahrscheinlich doch zu weit noch weg gewesen in dem Sektor. Sie wird wahrscheinlich jetzt nicht angreifen können mit den, den Pistolen. Oh, da gab es eine kurze Unterbrechung für den Gegner.
Der hat sich hingelegt in dem Moment. Den musst du doch sehen. Es lohnt sich, aufzupassen. Sie sieht ihn nicht. Wegen des Busches hier vielleicht? Ja. Ja, der... Aber durch die gute Treffergenauigkeit, die inzwischen haben, oder weil sie liegen, ja, können sie ja nicht so weit gucken. Ist ja alles so mit berücksichtigt hier. Ich werde die jetzt mal wieder auf... Nee, rennen. Nicht die... Nicht T, sondern R. Run wollte ich drücken. T ist... Die Tree Tops ausblenden. Tree Tops. Ja. Ja, aufhalten hier. Sie nicht nebeneinander stehen. Den schicke ich mal gar nicht so wirklich in Kampf. Ich sag den jetzt alle an meiner Position. Ich hoffe, die nehmen das nicht zu wörtlich und gehen alle direkt an seine Position. Ja, selbst wenn, sind sie dann erstmal da. Genau. Okay. Gut, dann schauen wir mal, was der macht. Der ist ja jetzt schon mal zweimal getroffen. Das ist... Wird ihm einige Aktionspunkte gekostet haben. Ja. Es reichte aber noch für ein paar Schüsse. Ich glaube, der letzte Schuss kam von jemand anderem. Ich glaube, ein bisschen weiter unterhalb oder so von dem. Hier. Versuch mal mit Chris dorthin zu gucken. Ja. Auch durchs Zielfernrohr, ja. Da ist der andere. Laden wir schon mal nach. Bin bereit. Den sollte Fox eigentlich auch sehen können. Wenn sie richtig guckt. Nee. Irgendwie guckt sie nicht richtig. Der Winkel ist schlecht. Ja. Wie nah das ranspringt bei ihr, bei ihrer AK. Ja. Ich möchte jetzt fast gar nicht auf den schießen. Wir versuchen es mal bei dem. Weil ich wollte ihn jetzt nicht mit Trevor erschießen. Er soll nicht noch mehr Erfahrungsstufen gewinnen. Und bei jedem Kill gewinnt er neue Erfahrungsstufen und wird dann immer teurer. Achso, der hat gar nicht mehr so viele. Sehr gut. So, jetzt kann ich eigentlich kurz einen Prozess machen. Ich habe hier in die Beine geschossen. Bei der Munition, die durch den anderen so glatt durchging, müsste ich ihr, glaube ich, das Bein weggerissen haben. Yep. Aber sie hat ein Zielfernrohr drauf, auf der AK. Deswegen ist es auch so genau, was sie macht.
Yep. Hier. Ich stehe schon wieder in der Sichtlinie. Der ist halt hier so genau an der Kante und sie steht halt genau so an der Kante und dadurch, dass sie nicht liegt, auf den Boden legen. Hier. Gut. Gut. Das war der Letzte. Das lässt sich doch alles lösen. Ja. Okay, cool. Wir haben sogar eine Reparaturkiste gefunden und die Gegner sind noch nicht da. Ja, die ist aber fast leer. Trevor kriegt seine Reparaturkiste wieder und dann füllen wir die damit auf. Mit dem Material, was da noch drin ist. Und Dimitri kriegt seine auch wieder. Wir gehen mal die Rucksäcke aufheben. Und nachladen. Optimale Sichtgeräte haben sie ja auf. Eine goldene Diegel. Zwei Akkuwesten, ja, das nehmen wir gerne. Ach, die haben alle schon Geräte. Hörgeräte, damit sie was hören. Aber nehmen wir mit. Ist definitiv was, was wir noch brauchen. Unter den Supportern. Bei Larry zum Beispiel, wenn der ins Hauptteam kommt, der braucht sowas definitiv. Ja, die Desert Eagle ist natürlich eine Waffe mit viel zu kurzer Reichweite, aber ordentlich Schaden, also für eine Pistole. Und dann auch noch eine goldene. Dieses Modell ist in den Kalibern 357er MAC, 44er MAC, 50er AE und 440er Corborn erhältlich. Und wird von Magnum Research in den USA hergestellt. Das ist hier die 44er MAC-Variante. Sind ja eigentlich die weniger dicken Kugeln. Glaube ich. Okay. Also hier liegt auch was. Da liegt auch ein Headset. Ja, das sollten wir auch noch aufheben bei Gelegenheit. Ich glaube nicht, dass die hier alle Headsets haben. Die haben Biff hat schon keins. Aber zurückgehen will ich jetzt auch nicht. Ich will eher nochmal nach vorne. Und dann mit dem gleichen Trupp und den Milizen auf die gleiche Art und Weise jetzt gegen die hier antreten. Aber es ist gut zu wissen, dass da noch ein Headset liegt. Ich weiß auch gar nicht so richtig, dass da hinkommt. Da fand auch gar kein Kampf statt, oder? Doch, da fand der zweite Kampf statt, wo alle meine Milizen gestorben sind. Also die vier, die da noch gelebt haben. Da ist das Headset von. Genau. Gut, dann gleich weiter zum nächsten Sektor, würde ich sagen. Müssen wir noch was ausprobieren. Ja, ich kann nicht hier direkt nach Süden gehen. Musst du los, Thürerwall. Vielen Dank für dieses Mal 82 Bits. 23 Uhr, musst du schon? Vielen Dank dir. Super, danke. Ja, also man kann nicht auf direkten Wege dahin. Die müssen hier rum gehen wegen dieser Bergkette. Also entweder hier unten, also auf der Seite lang oder auf der Seite lang.
Ja. Das ist gut. Da konnten mich nicht so viele überraschen. Auch mit denen habe ich gerechnet, aber die sind nicht gekommen. Ja, wir möchten das koordinieren. Hier kamen jetzt nochmal welche dazu. Achso, es geht nicht mehr weiter. Wieder Start drücken. Nochmal zwei. 42, 84. War doch nicht notwendig. Danke dir, Thyrawal. Vielen Dank für die doppelte Bit-Anzahl. Dabei war es doch nur ein Stream. Thyrawal, du hast doch gestern auch nicht vergessen, die 42 Traditionsbits. Kopfrechnen. Minus 4. 4 minus. Ach so. Ja, ich muss hier immer noch daneben lesen, weil ich sehe leider nicht die Nachricht, die du geschrieben hast. Die sehe ich nur im Activity-Feed. Da muss ich nicht in dem Text unter meinem Bild lesen, sondern hier im Activity-Feed. Heute bin ich mal so spendabel, muss aber jetzt leider dann auch Schluss machen. Viel Spaß und gute Nacht. Danke dir, Thyrawal, weil das ist ein bisschen Trinkgeld für den Tag, wenn ich mir Jagged Alliance 3 kaufe. Und dann kann ich da schon mal 82 Bits für investieren. Das sind ja dann wahrscheinlich 84 Bits. Das sind dann wahrscheinlich 42 Cent. Ich glaube, 50% kriegt man, ne? Von dem. Ist das? Nee. Quatsch, das ist ja nicht 1 zu 1. Naja. man kriegt ja nicht für 1 Euro 100 Bits. Glaube ich. Aber egal. Vielen Dank. Und schlaf gut. Und viel Spaß bei Jagged Alliance 3 dann ab morgen. Spoiler mich nicht, aber sag mir, ob es dir gefällt. Gerne im Discord. Oder beim nächsten Mal, wenn ich streame und du Zeit hast, reinzuschauen, gerade nicht spielst. Okay. Ja, wir rufen auch die Verstärkung. Ich würde schön langsam angehen. Der Feind könnte im Hinterhalt lauern. Okay, jetzt haben wir wieder die Situation, direkt daneben sind nochmal Gegner. Auch die könnten dann dazukommen und wir könnten, da die Gegner hier schon länger in dem Sektor sind, konnten wir direkt beim Ankommen in den Sektor. Hast du einen Spoiler gehört? Psst. Könnten die Feinde wieder direkt vor mir stehen. Blei in der Luft. Okay, das ist eine andere Situation, mit der ich jetzt nicht gerechnet habe. Aber es ist definitiv eine interessante Situation. Das große Problem ist nur, die sind jetzt hier im Sektor und stehen direkt bei den Bloodcats. Ich versuche denen jetzt Rückzug zuzurufen, weil sonst werden die von den Bloodcats angegriffen und sind tot. Und die hier finden mich auf freier Fläche. Das ist eine echt komische Situation jetzt. Ich dachte, ich sei darüber gegangen. Und bin ich dann in der Mitte? Interessant. Also es sind ja nicht so viele. Ich könnte es versuchen. Ich weiß noch nicht, sind die jetzt auch hinter mir? Unterbrechung? Für wen denn? Für Chris? Das ist jetzt eine richtig seltsame Situation. Ich weiß auch nicht, weil ich zuletzt gespeichert habe. Ich glaube, es ist ewig her. Yeah.
Ja, bitte komm. Da sind noch mehr. Ja, erschlag ihn mit den Händen. Das ist eine richtig gute Idee. Hier. Ja, hier ist irgendwo ein Bloodcat hingerannt. Hier irgendwo, da ist auch noch ein Gegner. Ich muss mich erstmal umdrehen. Ich ja. Hab so das Gefühl, die sind überall. Ach, ich habe schon wieder die Kombination vergessen. Shift B habe ich doch gerade gedrückt. Nee, ich habe STRG B gedrückt. Ja. Guck mal nach hinten, Dimitri. Okay, da sind jetzt erstmal keiner. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Okay, Dimitri, renn einfach mal hier in Deckung. Ach, noch mehr. Shit. Ist jetzt noch nicht weiter wild. Ist aber trotzdem blöd. Oh, vor allem, weil er sich nicht mehr hinsetzt. Er hat doch AP abgezogen bekommen. Ja, kann sein, dass ich gleich neu laden muss. Richtig schlecht. Okay. Nimm mal die Udar. Erstmal repetiert werden. Das gefällt mir. Bin bereit. Ah nein, sie schießt durch irgendwas durch. Ja. Ach, ist das eine seltsame Situation. Ich hätte eigentlich hier ankommen müssen, aber wahrscheinlich durch die Bloodcats gibt es irgendwie einen Bug, dass man in der Mitte des Sektors landet, weil man von den Bloodcats eigentlich immer angegriffen wird bei der Durchreise. Und deswegen gab es jetzt, weil hier Bloodcats und gegnerische Truppen parallel im Sektor sind, gab es jetzt den Bug, dass ich in die Mitte verschoben wurde, aber die Milizen nicht. Ja, eigentlich hätte ich hier landen müssen. Eigentlich hätte ich hier zusammen mit den Milizen gegen die Bloodcats kämpfen müssen und könnte mich dann weiter danach in die Richtung vorarbeiten. Stattdessen stehe ich inmitten der Gegner und meine Milizen werden von den Bloodcats gerissen. Also sehr, sehr Situation. Ja. Irgendwo da hat jemand auf mich geschossen. Ich sehe niemanden. Einfach mal dahin zielen. Hier. Der wird jetzt noch nicht auf mich schießen, aber der da ist super gefährlich. Hier. Es vielleicht ein bisschen rausgehen. Aber wohin? Wohin, dass er noch was sieht? Ich hoffe, er sieht ihn da so noch, wenn er jetzt da hinguckt. Ja. Aber trifft nicht. Jetzt muss er runter.
Erb! Okay. Da ist er. Plötzlich ist er zu sehen. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich gespeichert habe. Es ist ein mega beschissener Bug. Ärgert mich jetzt richtig doll. Aber ich werde nicht Trevor sterben lassen, weil ich wegen der Bloodcats mitten in der Mitte des Sektors lande. Ich hätte vielleicht noch vorher speichern sollen, irgendwo in einem zusätzlichen Speicherslot, aber nur ist zu spät. Das kann's nicht sein, oder? Das ist der letzte Speicherplatz. Oh Mann, ey. Ich muss mehr speichern. Juhu! Ja, wir müssen den Kampf hier in dem Sektor wiederholen, der so gut verlaufen ist. Dafür können wir hier das Headset gleich mitnehmen. Sollte es immer noch ein Headset sein, was da gedroppt wurde. Ich hier. Ich nichts wissen, was tun. Du kannst das Headset mitnehmen. Jetzt nehme ich eins. Hey, Kumpel. Jochsen-Tür ist vorüber. Okay. Sind Sie wohl nicht im Nachbarsektor? Ich mache Fortschritte. Okay, doch. Erledigt. Was jetzt? Doch, die Situation ist wieder die gleiche. Aber trotzdem, der gleiche Kampf jetzt nochmal von vorne. Nur weil ich nicht gespeichert habe nach dem Kampf. Dämlich, ey. Dann wegen dem Bug. Ich meine, es ist ja nicht der einzige Bug, den es hier gibt. Es ist ja noch ein halbwegs nachvollziehbarer Bug. Abstürze des Spiels sind ja auch sehr häufig. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Soldaten sein hier. Es kann die gleiche Situation direkt danach wieder passieren. Der Kampf wird jetzt zwar da ganz anders verlaufen. Du hast wohl schon geschlafen. Oh, ich habe gestern auch Yoga gemacht. Beim Firmen-Yoga. Schlaf gut. Okay, nochmal. Nochmal. Ich möchte nicht gruppieren, ich möchte sie alle schön einzeln platzieren. Chris ist wieder da oben. Dimitri hatte hier unten einen super Job gemacht. Wir setzen mal auch Grizzly gleich nach unten, weil der hatte da auch einen ganz guten Job gemacht. Und der Rest, der kommt nach oben. Los geht's. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Ich speichere gleich mal. Speichern ist eine gute Sache. Sollte man definitiv öfter mal machen. So, Rucksäcke ablegen. Yep. Mal gleich mal Schießen üben.
Weil der Gegner so nah ist, nutzen wir Pistolen. Könnten sogar Messer nutzen. Aber ist halt die Frage, ob dann andere Gegner schnell da sind. Da war ja niemand in der Nähe. Eigentlich können wir es machen. So, ich habe ja heute extra angegeben, dass das Spiel gewalttätige Inhalte beinhaltet. Dann... Bin bereit. So, mal da. Schüsse ist schon klar, aber das war jetzt nochmal eine andere Hausnummer, würde ich sagen. Nee, da ist einer. Macht nix. Gehen wir näher dran, wir trauen uns. Gehen in Deckung. Hier. Kann dahin. Alles klar. Das macht wieder unseren Überwachungsmann. Ja, das reicht nicht mehr in dieser Runde. Verdammter Mist. Ja, du sollst auch nicht auf Trevor schießen, wirklich nicht. Juhu! Achso, sie hat ja schon geschossen. Hat er fallen lassen? Einen Feldanzug. Sehr gut. Ja. Mal gucken, ob hier wieder einer ist im Busch. Wieder einer im Busch ist. Ja, das verbraucht ganz schön viele Aktionspunkte bei ihm. Ja. Weil er auch erstmal an Grizzly vorbei muss, deswegen schicke ich erstmal Grizzly zur Seite. Ja. So. Jetzt ein bisschen besser, aber geh vielleicht nur hinter die Büsche. Ja. Oh. Es war wieder so blöd. Kann sich nicht hinlegen. Das heißt, der wird gleich nochmal auf Dimitri schießen. Aber dieses Mal habe ich gespeichert. Wenigstens das. Hier. Verdammte Scheiße. Da ist er. Ja. Wir alle sterben zusammen. Okay. Dimitri kriegt Panik. Der erschießt fast den. Ja. Bin bereit. Fox ist doch direkt da. Strengen die sich so an. Fantastisch. Hier. Alle auf den Boden. Okay, sind hier alle hinter den Bäumen, deswegen sieht Chris niemanden davon. Ja. Hm.
Versuche ich nochmal. Ja. Da müssen wir ein bisschen Bewegung reinbringen. Gib mal hier eine Feuersalve. Einfach ab. Einfach auch noch eine zweite. Leider war es nicht wirklich wirksam. Bin bereit. Hier. Wenn die da aus der Deckung kommen sollten, dann kriegt Chris eine Unterbrechung. Mal schauen, ob er noch genügend AP hat. Schießen erstmal alle auf Dimitri. Hier. So, Chris hat die Unterbrechung bekommen. Sieht gut aus. Kann ich sogar einen Kopfschuss machen, so genau wie das ist wieder. Operation gelungen. Patient tot. Der stellt keine Gefahr mehr für Dimitri dar. Und sie rennen gefährlich dicht an die Gegner ran. Und bleiben stehen und. Hier. Aber gut, dass ich. Gut, dass ich sie ein Stück weit steuern kann. Ja. Und jetzt aber. Schade. Ja. So. Bin bereit. Sie sieht da noch nichts, deswegen muss sie weiter vor. Mir schon klar, dass sie außer Reichweite sind, aber ich guck mal gleich durchs Fernrohr. Durchs Zielfernrohr. Auch im Gebüsch. Was sieht denn er, wenn er die SKS nimmt? 2 war ja beides nicht gezielt. Ich ziehe mal hier hin. Kaum einen Reichweitenunterschied mit der SKS. Auch nicht, weil kein Zielfernrohr drauf ist. War sie wirkungslos? Yep. Macht nix. Ist dann eben so. Ira hat ein Zielfernrohr auf der AK. Darf sie gleich. Ja. Bieren. Hier. Chris macht weiter Überwachung. Yep. Trevor kann noch. Dich, der liegt ja da noch. Da werde ich mal wieder hinter den. Hinter dem Baum da bleiben. Weil der Winkel vielleicht nicht richtig ist. Und Chris sagt jetzt hier. Noch, dass die auf den Boden sollen. Die denn des Wahnsinns. Ja, dieses Mal überleben nicht alle. Hier. So viel ist schon mal klar. Das war schlecht, dass ich nicht nachgeladen habe. In der Runde davor. Zielobjekt in Sicht. Da wäre es noch. Kosten, quasi kostenfrei gewesen, weil ich die AP noch hatte. Hier. Die sind hier erstmal gefährlich, weil sie nah dran sind. Bin bereit. Versuchen wir mit Ira zu zielen hier unten hin auf den, aber sie wird den auch nicht sehen. Der ist hier halt hier. Ja, sie hat eine gute Sichtweite, aber den sieht sie vielleicht dann gleich.
Yep. Ja, jetzt sieht Trevor ihn. Trifft leider nicht. Ja. Sehr gut. Doppelt gut. Ja. Fünf sind's noch. So, jetzt kriegt Ira die Unterbrechung, wie vorhergesehen, und sie trifft auch wieder. Er schießt mit Granatwerfer. Noch nicht ein Zeit für mich. Ja? Komm, Dimitri, schaffst du. Schade. Nochmal. Ach. Ja. Grizzly, gönne ich den Kill nicht? Ja. Trevor auch nicht? Ja. Hier war noch ein weiterer. Ich lerne schnell. Bin bereit. Sie sieht ja da nichts. Star versuchen. Yep. Muss ich sie einfach mal ins Blaue. Starker Moose. Okay. Jetzt ist niemand direkt dran, der gefährlich ist. Ja. Können also alle ein Stück weit vor. Ja. Schade, dass ich eine Miliz verloren habe. Ja. Juhu! So, Chris macht weiterhin Fernüberwachung, aber lädt Feuer nach dieses Mal. Hier. Kriegt dann nämlich auch seine Unterbrechung und kann direkt schießen. Das war so... Ah! Er hat nicht den Kopf getroffen, sondern die Schulter. Kommt zur Armee, sagten sie. Hier. Ja, ist gefährlich. Ja. Nee. Yep. Ira soll das machen. Das gefällt mir. Mir auch, Ira. Mir gefällt das ja auch, was du da machst. Ja. Ja. Kommt zur Armee, reise in entfernte Länder. Genau. Wie war das? Da gab es doch so einen Spruch. Kommt zur Armee, reise in entfernte Länder, triff neue Leute und erschieß sie. Irgendwie so, ne? Bin bereit. Bin bereit. Hier ist noch einer, der wurde schon getroffen. Das ist der meinte,
Jetzt kommt zur Armee. Aber der ist weggerannt. Yep. Der ist desertiert. Könnte man sagen. Okay. Yep. Hier. Der Busch bietet keine Deckung, aber man sieht ihn nicht mehr so gut. Yep. Verdammter Mist. Verdammter Mist? Yep. Braucht doch Chris nicht verdammter Mist sagen, wenn er ihn sieht. Ist doch gut. Können wir ihn nämlich da lassen. Keine Muni mehr. Okay, und die anderen sind weiter im Osten gewesen. So, wir speichern. Hier. Gehen wir erstmal aus dem Kampf. Hier. Ja. 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 Also erstmal wieder alle zusammenkommen. Ja. 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 Einmal runter, alle Stealths an, wäre gut. Z. Verstanden. Okay. Die standen hier, die beiden. Okay. Nochmal bis nach da vorn, die Milizen folgen mir sogar. Die Armee! Ich wusste, dass wir früher oder später auf sie stoßen würden. So, dann. Leg dich hin, dann kannst du noch besser schießen. Ich leider eine Reihenfolge an Leuten vorne, die gerade nicht so gut sind, was die den Kampf gegen ein bisschen entferntere Gegner angeht. Chris kann ich da einfach hier auf die zielen lassen. Ah, zielen aber auch nur. Bin bereit. Dann schon. Der dann schon am Ende ist. Ja. Was die Aktionspunkte betrifft, ist er am Ende, meine ich. Ja. Kopf immer unten behalten. Auch wenn sie jetzt nicht in Reichweite sind, aber liegt da ein Stein? Da liegt ein Stein. Wie schön. Da ist der Feind.
Ja. Yep. Ira mit Zielfernrohr. Das läuft. Such's mal einfach. Chris muss nachladen. Yep. Hier. Hat er schon. Okay. Super. Er hat sich jetzt mit seiner Tarn, mit seinem Flecktarn da im Dreck versteckt. Yep. Bin bereit. Viel Reichweite. Hier. Yeah. Ja. Yep. Yahoo! Ah, oh, here is the bellows. Yep. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Alter, Chris, speicher doch öfter mal ab, ey. Hier. Hier. Weit sind sie sicher nicht weg. Ja, ja. Yep. Okay. Jetzt weiß ich zumindest wieder, wie ich die gemeinsam bediene. Toll. Da! Ja. Alright. Was ist das? Stein. Ein Stein. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Dieses Mal habe ich nicht nachgeladen. Er hat einfach voll Trevor eine abgegeben. Ja. Das ist nicht in Ordnung. Dafür muss er jetzt büßen. Der Sünder. Ja. Da kann man sich nicht hinlegen, weil hinter ihm ein Baum ist. Oder er kann sich nicht hinlegen, weil hinter ihm ein Baum ist. Yep. Ira soll definitiv wieder in den Kampf. Bin bereit. So, Fox und Grizzly müssen nicht unbedingt. Ja. Den gehe ich da rum. Okay. Bin bereit. Bin bereit. Yep. Schau mal dahin.
Yep. Einfach mal probieren. Shit. Hier. Das kann Ira machen. Yep. Ach, der andere ist wieder weg. Der nicht. Da ist er. Verdammter Mist. Oh, das der ist nicht die Gegend hier. Der hat Leuchtspulmunition, die haben aber auf diese Miliz geschossen, die da so exponiert steht. Hier. Oh. Man muss da wieder. Schade. Bin bereit. Darf. Muss auch mal gucken. Geht niemanden. Ja. Yep. Trifft dich. Yep. Ira trifft sehr gut dafür. Ja. Yeah. Chris wird den jetzt umschießen. Vielleicht auch beide. Wow! Alle Feinde dort hier. Ja, dann schauen wir mal, was speichern. Wir schauen mal, was die der Loot, das Loot dieses Mal. Nee, es ist nicht mehr, es sind noch nur die Rucksäcke. Sind vor allem die Rucksäcke. Und leider ist es dieses Mal kein kein Headset. Was ich aber machen kann, ist Munition nachfüllen mit dem hier. Nicht leer. Wahrscheinlich irgendwie ein Magazin verbraucht. Hm. Das nicht mehr leer ist. Alle noch nicht angetastet. Ist das vielleicht beim automatischen Munition verteilen ein Fehler? Dass die nicht abgezogen wird? Sieht fast so aus. Packen wir mal ein. Bisschen davon, bisschen Nachschub mitnehmen. Bleibt auch noch was liegen. Ich glaube, die Medipacks waren alle okay.
ja schon gefüllt. Ich nehme das auch trotzdem mal mit, weil die braucht man. Und er kann welche tragen. Yes. Er ist kräftig. Wir müssen natürlich die Koffer wieder mitnehmen. Okay. So. Ich wollte morgen... Morgen früh zum Arzt. Und irgendwann noch Zeit zum Arbeiten finden. Von daher würde ich jetzt an der Stelle Schluss machen. Ich würde mal noch rübergehen und gucken, ob nochmal genau das gleiche passiert. Der gleiche Fehler wie vorhin. Das würde mich interessieren. Ich weiß nicht, ob das mit den Bloodcats jedes Mal zufällig ausgelost wird, aber die Konstellation ist ja jetzt erstmal die gleiche. Und ob, wenn hier Bloodcats sind, ich wieder mitten im Feld lande. Verstanden. Ich meine, hätte ich da gespeichert gehabt und hätte mit Speichern und Laden dann da gespielt, wäre das sicherlich auch gegangen, aber ich wollte halt auch nicht unnötig die Milizen opfern, ja. Ja, auch Quatsch. So, jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal gespeichert. Und renne jetzt mal darüber und guck, was passiert. Halte die Augen offen. Meine Sensoren. Auch das ist wieder gleich. In der Gegend. Dass hier daneben noch ein Trupp ist. Ich gehe jetzt da rein. Aber dieses Mal darf ich meine Söldner positionieren. Das durfte ich, glaube ich, beim letzten Mal nicht. Wenn ich mich richtig erinnere. Hey, hey, hey. Ja. Die sind wieder super frontal mitten rein. Hier. Gut, aber es ist dieses Mal nicht so schräg. Aber das will ich jetzt hier nicht mehr ausspielen. Dauert mir jetzt zu lang. Also es muss nicht immer so sein. Gut. Genau, da hatte ich da im Hauptslot gespeichert. Was ich eh noch machen wollte, wäre halt hier mal wieder zu gucken, ob die Lieferung angekommen ist. Wobei, ich kann auch im Laptop gucken, denke ich, bei Bobby Ray's. Tag 25, sind ja noch keine 3 Tage um. Hat denn einer von denen Technikfertigkeit? Barry und Gumpy? Leider nicht. Okay. Gut, dann habe ich ja schon gespeichert. Und dann können wir beim nächsten Mal da weitermachen. Und ich muss, kann sein, dass dann in dem Moment, wenn ich das beim nächsten Mal versuche, dass dann wieder das Problem besteht, dass dort die
Na. Bloodcats im Sektor sind. Die werden anscheinend bei jedem Sektor ausgewürfelt, ob die kommen oder nicht. Und wenn es dann den Bug gibt, dass man wieder in die Mitte versetzt wird, mitten in die gegnerischen Truppen, dann ist es natürlich ein Problem. Gut. Dann schauen wir mal, wo wir hin raiden. Es gab ja jetzt doch einige Leute, die Jagged Alliance 2 gespielt haben und Jagged Alliance 3. Wobei ich euch nicht zu Jagged Alliance 3 raiden werde, denn ich will euch ja nicht spoilern. Das müsst ihr dann selber entscheiden. Wobei ich euch bei Jagged Alliance 2 natürlich auch spoilern könnte. Ja, es gibt aktuell nur noch Leute, die Jagged Alliance 3 spielen und nicht... Gute Nacht, schlaf gut. Nicht auf Deutsch. Da bin ich der Einzige. 10 Zuschauer, wow. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr dabei bleibt und folgt. Ich werde auf jeden Fall weiter Jagged Alliance 2 spielen. Und wenn ich mit Jagged Alliance 2 durch bin, dann Jagged Alliance 3. Also das kann noch ein bisschen dauern. Aber es lohnt sich, glaube ich, auch nicht so richtig, mit dem ganzen Hype mitzuspielen. Da kriegen dann die ganzen Großen die Zuschauer. Und ja, da falle ich dann, glaube ich, unter das Radar. Ja, wobei ich habe eh meine Stammzuschauer vor allem. So wichtig. Ja, Niemand mehr da, der irgendwas spielt von der Sorte Spiele. Jetzt gucke ich mal, was Portal betrifft. Da gibt es noch einige. Black Mesa auch, da bin ich ja noch nicht durch. Würde ich jetzt auch ungern machen. Portal auf Deutsch auch nicht. Portal 2 auf Deutsch. Auch nicht. Doch. Doch. Da gibt es einen, der heißt Dr. Verwirrung. Dr. Verwirrung. Lustig. Also Portal 2 haben wir schon durchgespielt. Wir werden dem Dr. Verwirrung einen Besuch abstatten. Sein Stream heißt Ich verstehe hier gar nichts. Wahrscheinlich, weil er Dr. Verwirrung heißt. Ja, und der spielt halt ein Spiel, was ich schon durchgespielt habe. Mit vielen von euch als Zuschauern. Und von daher passt es gut. Ich sage nochmal vielen lieben Dank an euch alle, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank an Samson und an Tyraball und auch an Mike für die Kommentare. Danke auch noch an Tyraball für die Bits, die extra Bits dieses Mal. Und dann sage ich mal Tschüss und bis bald. Morgen kann ich nicht, denke ich. Samstag, Sonntag kann ich auch nicht. Also wenn, dann nächste Woche wieder. Okay. Dr. Verwirrung hat auch nicht so viele Zuschauer. Der hat 8 aktuell. Der freut sich bestimmt, wenn noch ein paar dazukommen. Und wenn ihr Lust habt, dann bleibt doch noch ein bisschen dabei. Ich schaue auf jeden Fall auch mal mit rein. Gut, macht's gut, gute Nacht, bis bald. Ciao.